Hallo, wir sind Ronald und Andrea und befinden uns auf Motorradweltreise seit Oktober 2023. Und in den heutigen Grenzerfahrungen berichten wir von unserer Einreise von Panama nach Costa Rica. Eingereist sind wir nach Costa Rica über den Grenzübergang Paso Canosur. Und da sind wir dann erstmal wieder zum Grenzgebäude von Panama gegangen und dann erstmal zur Migration. Bei der Migration wird zunächst der Pass gestempelt. Es wird wieder ein Foto gemacht, bei Brillenträgern ohne Brille. Und es müssen wieder alle Fingerabdrücke von beiden Händen abgegeben werden. Danach geht es dann zum Zoll, und um das TIP zu canceln. Da sind wir dann erst zu einem Zollschalter gegangen. Der Herr hat uns aber weggeschickt. Und zwar in ein Gebäude, wo eigentlich Gepäck kontrolliert wurde. Und da sind wir dann zu dem Beamten hin und der hat dann behauptet, unser TIP wäre nicht autorisiert und mit Goodwill und $5 pro Motorrad kann er halt das TIP nachträglich autorisieren. Das war der erste korrupte Beamte, den wir halt auf der Reise jetzt hatten, denn mit unserem TIP war letztendlich alles in Ordnung. Der hätte einfach nur den QR-Code auf dem TIP scannen müssen. Er hat es dann auch gescannt, aber er hat es halt als nachträgliche Autorisierung verkauft und das war halt eigentlich die normale Beendigung des TIPs. Weitere Kontrollen des Gepäcks haben nicht stattgefunden. Wir konnten dann einfach weiterfahren und zwar dann zum Grenzgebäude von Costa Rica. Das befindet sich ein paar hundert Meter weiter, die Straße entlang. Da sind wir dann auch erstmal wieder zur Migration. Da wird dann der Pass gestempelt. Und in Costa Rica ist auch eine Versicherungspflicht für Fahrzeuge. Und bevor man halt zum Zoll geht, um das TIP zu bekommen, muss man erstmal eine Versicherung abschließen. Das kann man da am Schalter machen für mindestens 3 Monate. Wir haben $45 bezahlt pro Motorrad. Danach kann man dann halt zum Zollbeamten gehen. Da haben wir dann erstmal ein Formular bekommen, das haben wir dann ausgefüllt, also Personendaten, Fahrzeugdaten, die Versicherungsnummer mussten wir angeben und auch den Versicherungsbeleg vorzeigen. Dann hat der Zollbeamte das TIP erstellt. Und nachdem er halt alle Daten eingetragen hatte, wollte er unser Handy haben und hat dann seinen Bildschirm abfotografiert. Also wir haben das TIP nicht in Papierform bekommen. Danach mussten wir dann noch die Fahrzeuge vorführen und er hat das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer kontrolliert. Und danach konnten wir dann fahren. Das war's. Bei Fragen und Hinweisen nutzt bitte die Kommentarfunktion und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!